Herzlich willkommen zum Finale unserer Europameisterschaft mit Deutschland und im Finale treffen wir auf unseren Nachbarn aus Österreich. Was für eine Überraschung, diese beiden Mannschaften im Finale. Ich glaube, das hätte kein Mensch vor dieser EM getippt. Aber jetzt ist es halt so passiert hier bei uns. Alaba und Neuer, langjährige Kollegen bei Bayern, die nun getrennte Wege gehen werden, weil Alaba ja zu Real wechselt, stehen sich heute also als Kapitäne gegenüber im Kampf um diesen Pott, den wir da in der Mitte sehen. Deutschland, Österreich, das ist nun wirklich, ja, beide überraschend. Also Deutschland, klar, das kann gut und gerne mal passieren, aber Österreich, die vor dieser EM nicht mal einen EM-Sieg hatten, dass die hier im Finale stehen, das ist schon mehr als überraschend. Die deutsche Mannschaft ist allerdings etwas geschwächt, auch wenn man hier wohl der Favorit in diesem Finale ist, denn es fehlt nicht nur Müller, leider nach wie vor, sondern auch Joshua Kimmich hat sich eine Verletzung zugezogen. Er kann nicht im Finale spielen, wenn man denn in den letzten zwei Spielen so überragend war und Deutschland in dieses Finale unter anderem geschossen hat. Das ist ganz bitter. Hummels, Gosens, Werner, die müssen es dennoch richten. Gegen die Österreicher, die einfach mal den Titelverteidiger und den WM-Sieger rausgehauen haben. Also zunächst Frankreich im Viertelfinale und dann im Halbfinale gegen Portugal sich durchsetzen konnten. Unfassbar, was diese, ja, beinahe fast alles Bundesligaspieler, was diese Jungs hier abgeliefert haben. Viele bekannte Gesichter, ein Arnautovic kennen wir natürlich auch und Hinteregger, Sabitzer und so weiter. Bachmann im Tor, vielleicht ist er die Schwachstelle, da ist auf jeden Fall Österreich schlechter aufgestellt als die Nachbarn Schweiz oder oder Deutschland. Alaba der Kapitän, der Mann, der zu Real geht, Hinteregger natürlich stark, Leimer von RB Leipzig und Baumgartner von Hoffenheim. Das ist eine so gute Mannschaft, die es in diesem Turnier endlich geschafft hat, eine Einheit zu werden. Wir gucken zunächst auf die Mannschaft von Österreich, wie gesagt, Bachmann dort im Tor, der Mann aus England, eine Viererkette davor, dann ein 2-3-1-System in der Offensive. Das ist, ja, einfach klassisch und könnte gut funktionieren mit Alaba auf der 8. Das ist Deutschland, Neuer, der Kapitän im Tor, Rüdiger, Ginter, Hummels bilden wieder einmal die Viererkette. Goretzka soll rechts die Position von Kimmich übernehmen, Leroy Sané heute in der Startformation. Zuletzt Deutschland ja mit einem anderen System, 4-4-2, heute zurück im 3-5-2-System, wenn man so will, oder 3-4-3-System. Wie auch immer man das sagen will, wir gehen rein in dieses hochspannende EM-Finale. Österreich startet mit der ersten Offensivaktion. Das ist der Gladbacher Leiner, der den Ball hier an Robin Gosens verliert. Der Mann mit der 20, der für Deutschland eine überragende EM auf der linken Seite gespielt hat. Und wenn man hier heute mit dem Titel nach Hause gehen sollte, dann hat er einen großen Anteil daran. Goretzka heute auf rechts, Gündogan dementsprechend wieder im Zentrum zu finden. Ja, Leon Goretzka, das ist schon interessant, ob er hier Kimmich ersetzen kann. Joshua Kimmich, wie gesagt, der überragende Mann gewesen in den letzten zwei Spielen. Das war schon mal eine gute Doppelpassaktion zusammen mit Leroy Sané, Timo Werner, erste Chance für die DFB-Elf. Stark eingerückt, Timo Werner, der ja auch so wichtig war, auf dem linken Flügel immer wieder reinrückt, wie in dieser Situation. Tolle Hereingabe von Leroy Sané. Bachmann in höchster Not rettet er da die Österreicher. Gibt die erste Ecke der Partie gleich mal für die Deutschen hier in der Anfangsphase. Eine Sache natürlich für Toni Kroos. Für wen denn sonst? Toni Kroos schlägt das Ding also rein. Timo Werner wartet da schon auf den Ball und Bachmann kriegt eine Pranke noch dran. Das sah schon fast so aus, als würde der reingehen, aber Bachmann, der ist hier anscheinend überhaupt keine Schwachstelle. Der ist wohl eher eine der besten Positionen, vielleicht sogar bei Österreich. Wahnsinn, was der hier in den ersten 7 Minuten schon pariert hat. Nächste Ecke, wieder Toni Kroos natürlich. Jetzt mal Hummels. Übers Tor. Langes Ding auf Arnautovic. Das erste Mal Österreich in unserem 16er. Nicht so richtig, weil Arnautovic ja nicht an den Ball rankam. Aber das sollte man auf jeden Fall verhindern, dass Arnautovic im 16er die Bälle bekommt, weil dann wird es immer brandgefährlich. Und natürlich bei Sabitzer muss man auch immer aufpassen. Und Alaba ist auch gut für den Fernschuss. Das ist schon, ja, ein paar gefährliche Leute haben die Österreicher auf jeden Fall in ihren Reihen. Auf der Bank noch ein Sascha Kalajdzic, der für Kopfbälle natürlich, ja, die erste Wahl ist. Goretzka hier ins Zentrum gedrängt. Gibt aber ein bisschen Raum für Leroy Sané auf dem Flügel. Der nimmt nochmal Toni Kroos mit. Und der weiter für Serge Gnabry. Gnabry gegen Leimer. Und das ist die nächste Ecke für Deutschland. Gut rausgeholt. Und das ist immer gefährlich, wenn Deutschland eine Ecke hat. Toni Kroos tritt sie.
Wieder auf den Kopf von Mats Hummels und Bachmann zum dritten Mal zur Stelle. Leroy Sané hat den nächsten Ball. Timo Werner startet. 1-0 Deutschland. 18. Spielminute. Österreich verliert nach dem Abschlag von Bachmann zu schnell den Ball. Und Leroy Sané als auch Timo Werner schalten ganz schnell und sorgen zur 1-0-Führung in diesem Finale für den Favoriten, für Deutschland. Sehr schön. Sehr, sehr schön, sehr erfreulich das Ganze. Gucken wir rauf auf das Ganze. Erstmal natürlich ausgelassen hier feiern. Timo Werner reiht er sich in die Liste, wo unter anderem ein Götze oder Andi Brehme drin stehen. Reiht er sich in diese Liste ein. Ja, vielleicht tut er es. Und das war wirklich einfach schnell umgeschaltet der deutschen Mannschaft. Ist das hier der entscheidende Treffer zum Titelerfolg? Das wäre natürlich schon grandios, auch für ein Timo Werner. Wie grandios kann ein Jahr sein? Dann sollte man mal Timo Werner fragen. Ja, Österreich antwortet. Baumgartner, Rüdiger und Kroos mit vereinten Kräften holt man den Ball. Wieder vielleicht eine Kontergelegenheit. Toni Kroos treibt den Ball nach vorne. Anspielstationen wurden aber gut weggedeckt. Gnabry versucht Goretzka zu finden. Das gelingt aber überhaupt nicht. Leon Goretzka, nächster Vorstoß der deutschen Mannschaft. Serge Gnabry, ja, da verdattelt er den Ball dann. Ein Haken wahrscheinlich zu viel am Ende gewesen. Hinteregger ruhig für Bachmann, der muss es lang machen, weil einfach Deutschland sehr hoch alles zustellen konnte in dieser Situation. Leimer in dieser Situation flinker als Toni Kroos. Arnautovic, aber Gündogan hält dagegen. Super Zweikampf vom Mann von Manchester City. Leitet die nächste Offensivaktion für Deutschland ein. Das gibt den Freistoß. Das ist vielleicht noch mal eine gute Chance. War ein Foul da an Gnabry, das kann man so pfeifen. Und Toni Kroos legt sich den Ball bereit. Die Hereingabe wird also folgen. Da ist keiner, sondern nur ein Österreicher. Arnautovic hat wieder den Ball. Rüdiger hält dagegen. Also die Zweikampfsbereitschaft bei Deutschland, die ist ganz hoch. Rüdiger für Timo Werner. Immer noch Werner. Bachmann in höchster Not rettet er seine Mannschaft. Ja, das war ein schönes Solo von Timo Werner. Das hätte auch mal belohnt werden können. Freistoß Österreich. Vielleicht mal die Chance für den ersten Torschuss. Alaba mit der Hereingabe. Ginter war es, glaube ich, der dann klärte. Und jetzt Leroy Sané vielleicht mit Timo Werner. Nee, das hat schon mal nicht funktioniert. Wieder Österreich am Zug. Gosens macht Druck, kommt aber nicht richtig in den Zweikampf. Leiner, der Mann von Gladbach mit dem Abschluss. Erster Torschuss der Österreicher. Landet in den Armen von Neuer ohne Probleme das Ganze. Deutschland hier im Durchgang 1 die deutlich bessere Mannschaft. Dennoch Österreich, die stehen nicht ohne Grund in diesem Finale. Deshalb müssen wir da auf jeden Fall gehörig aufpassen im zweiten Durchgang, wenn sie vielleicht noch ein bisschen mehr Risiko gehen, dass sie dann vielleicht auch ja, zu Torchancen kommen werden. Hier geht es wohl erstmal mit diesem 1-0 in die Pause. Österreich ist bemüht. Österreich findet noch keine richtigen Lösungen. Die deutsche Mannschaft hat es einmal geschafft, weil ja, man einfach schnell umgeschaltet hat. Ansonsten auch das Spielaufbau der deutschen Mannschaft noch nicht perfekt. Da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Jetzt heißt es erstmal 15 Minuten durchatmen und danach in den zweiten 45 Minuten diesen Titel hier mit nach Hause nehmen. Wembley Stadium, Österreich-Deutschland 0-1 durch das Tor von Timo Werner. Sabitzer, der Ball hinter die Kette auf Leimer ist gut, aber Gosens ganz clever, holt sogar am Ende nur den Abschluss raus, also ja, Österreich, erste Chance in Durchgang 2, kein Torabschluss, aber die Richtung ist klar, die wollen hier attackieren. Und da haben sie auch gleich die nächste Chance, Arnautovic, Rüdiger, wieder unfassbar stark im Zweikampf, also das ist schon wirklich stark, was die Innenverteidigung dieser deutschen Mannschaft über das ganze Turnier gezeigt hat. Defensiv steht man wie eine 1, wenn ich mich nicht völlig irre, haben wir nur gegen Ungarn tatsächlich ein einziges Gegentor kassiert. Frankreich 1-0, Portugal 0-0, 1-1 dann gegen Ungarn, dann ein 4-0 über England, ein 3-0 gegen Portugal, 1-0 gegen Belgien und jetzt stehen wir eben hier und hier steht immer noch die 0. Könnte sich jetzt aber ändern, denn Arnautovic wird wieder durchgeschickt. Rüdiger, ich brauche glaube ich nichts mehr zu sagen. Toni Kroos, Timo Werner oben startet, nur noch Dragovic ist da und an dem kurft er vorbei, Timo Werner, Bachmann. Irgendwie ist der Ball nicht im Tor, weil der Keeper wieder da ist. Gündogan holt den Ball erneut. Goretzka probiert es nochmal schnell auf Serge Gnabry. Der nimmt den gut runter. Dann sind aber zu viele
Gegenspieler um ihn herum. Konterchance vielleicht für Österreich. Das ist Leiner, das ist Leimer. Ja, schwierig, die Namenskombination. Das ist Arnautovic, der hat einen ganz anderen Namen. Und das ist David Alaba. Der Kapitän fasst sich ein Herz. Fernschuss aus gut, ja, 25 Metern. Dann aber doch am Tor von Manuel Neuer weit vorbei. Somit keine richtige Gefahr. Obwohl, so weit war es gar nicht. Erste Ecke für Österreich. 1:3 steht es jetzt nach Eckballverhältnis. Alaba tritt das Ding rein auf Arnautovic. Das ist eine gute Ecke. Neuer ist dann aber zur Stelle. Österreich hat bereits gewechselt. Lazaro ist reingekommen. Ich glaube für Ulmer, also für den Linksverteidiger. Klarer Offensivwechsel das Ganze. Für Deutschland bahnt sich jetzt aktuell noch kein Wechsel an. Früher oder später wird aber auch Jogi Löw hier, glaube ich, nochmal in die Partie eingreifen. Werner für Serge Gnabry. Gnabry, Leroy Sané. Leroy Sané! Kriegt den ersten Ballkontakt nicht so richtig hin. Werner, Sané, den hat er jetzt. Leroy Sané verfolgt von David Alaba. Und dann ist da eine leichte Berührung. Leroy bleibt aber fair, lässt sich nicht fallen in dieser Situation. Was er durchaus hätte machen können. Sabitzer kommt jetzt hier nochmal mit Hinteregger und Arnautovic. Hinteregger hat seine Position als Innenverteidiger aufgegeben. Logisch bei diesem Spielstand irgendwie ja auch. Neuer weit weg damit. Gnabry kann er den vielleicht irgendwie behaupten. Der Ball geht durch bis zum gegnerischen Keeper. Der haut ihn wiederum selber weit weg. Und dann kommt er bei Goretzka oder Sabitzer an. Bei Sabitzer. Österreich macht weiter Druck und Österreich wittert hier noch eine Chance. Lazaro, der Mann, der an Gladbach ausgeliehen war für diese Saison. Die Flanke auf Arnautovic, dieser vergibt. Gregoritsch mittlerweile bei Österreich auch in der Partie. Deutschland wechselt doppelt. Goretzka, Sané raus, Emre Can und Havertz rein. Es laufen die letzten 9 Minuten. Nochmal ein Wechsel. Onisivo ist drin für Arnautovic jetzt. Ja, mit Gregoritsch hat man halt jetzt einen großen schon da vorne drin. Jetzt bringt man mit Onisivo noch einen, der auch Fußball spielen kann. Boah, das war ganz gefährlich von Ginter. Das sollte er nie wieder tun am besten. Das ist Grilic gegen Gnabry. Das ist Leiner und dann David Alaba. Auf den muss man immer aufpassen. Sabitzer und Havertz erstmal weg damit. Das ist aktuell hier so das Motto der deutschen Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit wenig bis gar nichts mehr zustande gebracht hat nach vorne. Aber das ist am Ende völlig egal, wenn das Ergebnis stimmt. Nochmal ein Einwurf, da hat man bestimmt jetzt ein bisschen mehr Zeit. Gosens sortiert erstmal seine Vorderleute und sucht dann natürlich hier die sichere Variante. Rüdiger vielleicht jetzt nochmal ruhig hinten rausspielen. Das Ganze, Emre Can hat die rechte Seite übernommen von Leon Goretzka, positionsgetreu. Guter Ball für Havertz, auch er ja eingewechselt. Kai Havertz und Lazaro hält die Rübe hin. Alaba für Onisivo, der Mann von Mainz, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Da ist Platz. Leiner rutscht am Ball vorbei. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Leimer von RB Leipzig, das wäre die Riesenchance nochmal gewesen. Der Ball ist im Aus. Und das gibt die Chance für Deutschland nochmal Zeit von der Uhr zu nehmen. 2 Minuten Nachspielzeit, eine halbe Minute ist schon rum. Gnabry geht runter, Süle kommt rein. Für die letzten Minuten kann Deutschland diesen Titel wirklich hier mit nach Hause nehmen. Gnabry lässt sich viel Zeit, lässt sich feiern. Und jetzt kommt sein Freund Niklas Süle in die Partie. Deutschland steht kurz vor dem vierten. Vor dem vierten Sieg der Europameisterschaft. Neuer hat das Ding, Neuer hat das Ding. Der macht das Ganze jetzt ruhig und lang und weit weg. Timo Werner, nein, Toni Kroos ist es. Jetzt ist hier Timo Werner nochmal am Start. Timo Werner, der zündet nochmal den Turbo. Der will dieses Finale mit einem Treffer beenden. Timo Werner, Deutschland ist Europameister. Werners Doppelpack schießt Deutschland zum vierten Europameisterschaftstitel. Die Jungs liegen sich in den Arm, ganz Deutschland liegt sich in den Arm, denn die DFB-Elf hat es geschafft. Als Außenseiter in diesem Turnier, als kleiner Außenseiter, hat man den Titel geholt. Ja, stark, stark, wirklich stark, was Timo Werner in diesem Turnier geleistet hat. 4 Tore müssten es am Ende für ihn sein, dazu einige Vorlagen, aber die ganze Mannschaft war stark. Toni Kroos nochmal. Wunderschöner Pass und Werner dann, ja, da hat er nochmal den Turbo gezündet. Timo Werner, Champions League und Europameisterschaft innerhalb von so kurzer Zeit gewonnen. Viel besser kann es, glaube ich, gar nicht mehr sein. Wunderschönes Ding. Deutschland kann feiern, Timo Werner kann feiern.
Und jetzt warten wir hier nur noch auf den Schlusspfiff. Jetzt warten wir nur noch, da ist er. Da ist er. Deutschland gewinnt die Europameisterschaft gegen Österreich. Erstmal Gratulation auch an Österreich. Klar, die haben das Ding hier nicht gewonnen, aber die sind bis ins Finale gekommen, haben Portugal und Frankreich geschlagen. Das ist auch schon großartig gewesen. Aber am Ende haben wir das wichtigste Spiel gewonnen, und zwar das Finale, und holen damit diesen Titel. Wunderbar, wunderbare Bilder. Süle noch reingekommen in diesem Finale. Und Leimer, der hatte die Riesenchance und rutschte dann am Ball vorbei. Manuel Neuer haut das Ding in die Luft. Deutschland hat die EM gewonnen. Puh. Ja, würde mich freuen, wenn es in echt auch so endet. Ich nehme das Ganze hier noch vor dem zweiten Gruppenspieltag auf. Also, mal gucken, ne? Vielleicht ist es für Deutschland in echt auch viel zu früh vorbei. Hier haben wir das Ding geholt. Manuel Neuer musste nur ein einziges Mal hinter sich greifen in diesem Turnier. Die Defensive hat ja mal wieder einen Titel gewonnen, wie ein altes Fußballsprichwort sagt. Defensiven gewinnt Titel. Und damit war es das von diesem EM-Projekt. 3 zu 10 Schüsse, 60% Ballbesitz bei uns. Ein verdienter Sieg in diesem Finale. Das hier ist nochmal der Turnierbaum. Wir also gegen England weitergekommen, gegen Polen weitergekommen, gegen Belgien und dann im Finale gegen Österreich das Ganze gewonnen. Und damit gucken wir noch einmal auf die, ja, auf die Torjäger. Und zwar hat Timo Werner am Ende sich hier mit den 4 Toren, mit den 2 Toren im Finale noch den goldenen Schuh mit Oyarzabal und Benzema zusammen sichern können. Wunderbar. Müller 2 Tore bei uns, Kimmich 2, Sané ebenfalls 2, Toni Kroos und Goretzka jeweils noch mit einem Treffer. Dann Vorlagen, Werner auch dort bester mit 3 Vorlagen. Gnabry hätte eigentlich auch 3 Vorlagen, aber eine hat nicht gezählt. Und dann eben noch Müller, Kimmich und Sané jeweils mit einer. Toni Kroos müsste hier eigentlich auch irgendwo sein. Keine Ahnung, warum der nicht aufgelistet ist. Aber okay, das war's von diesem Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Deutschland ist der Sieger der EM hier bei uns in PES. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr sowas nicht mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht es gut und ciao.